ganz herzlich zu der Prunksitzung, Lokalsitzung der Kassener Sparkasse hier in der wunderbaren Stadthalle mit einem dreifachen diese Veranstaltung moderieren darf und ich darf Ihnen vorstellen. Es ist der Präsident der Gemeinschaft Kassler Karnevalsgesellschaften, Lars Reise. Hallo Frank, vielen Dank für die netten Worte. Liebe Herren, Narren und Nachherlesen, liebe Gäste, vielen Dank und ich darf Ihnen natürlich auch vorstellen, mit wem ich heute Abend das Programm begleiten werde. Nicht oder kein geringerer als der Präsident der ersten großen Karnevalgesellschaft Lohfelden, Frank Altrogge. Aber, mein lieber Frank, es ist ja so, du bist ja heute als karnevalistischer Tausendsassa quasi unterwegs. Das lösen wir auch gleich nochmal auf. Denn er ist auch Vizepräsident unseres Landesverbandes vom Karnevalverband Kurhessen. Auch in dieser Funktion. Herzlich willkommen, mein lieber Frank. Lars, 3 Jahre lang hat kein Karneval hier in der Stadthalle stattgefunden. Keine Prunk- und Galasitzung der Kassler Sparkasse. Und wenn wir heute hier in den Saal schauen, 600 Gäste sind heute hier im Saal. Auf der Bühne werden wir an die 200 aktiven Tänzerinnen und Tänzer und Sänger erleben. Aber was ist das Besondere an der heutigen Veranstaltung? Weil in den 3 Jahren hat sich ja ein bisschen was getan. Ja, mein Lieber, natürlich. Was ist denn besonders an dieser, an dieser Veranstaltung? Zum einen, mein lieber Frank, ist es jedes Jahr die größte Veranstaltung, die wir hier in Kassel und Kassel-Landstreich haben, die die Sparkasse nämlich eben durchführt. Zum anderen muss man sagen, ist es seit langer, langer Zeit wieder eine Veranstaltung, in der wir gemeinsam hier das Programm gestalten, nämlich von den Vereinen der Gemeinschaft Kassler Karnevalgesellschaften und Vereinen aus dem Landkreis. Ja. Und ich denke, mein Lieber, wir haben das einigermaßen gut, wir haben ein sehr volles Programm, wir haben ein super volles Programm und wir haben uns natürlich Mühe gegeben, das Beste, was Kassel und Kassel-Landkreis zu bieten hat, hier auf die Bühne gestellt und das werden Sie heute im Laufe des Programms natürlich auch noch sehen. Aber wir wollen jetzt anfangen, weil wir haben sehr viel Programm und ich würde vorschlagen, dass wir natürlich unseren Gastgeber, Ihren Gastgeber, zu seiner Begrüßungsrede hier nach oben holen und ich darf den Vorsitzenden der Kasseler Sparkasse hier nach oben bitten, Ingo Buchholz und